Moinsens, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares für die Switch hier auf meinem Kanal beim Schanzen. So, wir haben immer das Problem, dass diese blöden Viecher, die werfe ich jetzt auch mal wieder da hoch, beim letzten Mal nicht weitergekommen sind, aber die müssen da ran. Da. So, jetzt müsste ich da ja auch ran. Ah, wie soll ich denn? Ich glaube, ich müsste mit ran, damit das noch höher hochgeht, oder? Wie hoch macht der. Wie hoch. Warte mal. Wie hoch macht er denn die Schleuse auf? Passt vielleicht die Kiste da unter? Ich glaube nicht, oder? Ach, gucke an. So, jetzt könnt ihr mitkommen. Muss hier durch. Yes! So, jetzt müsst ihr alle da rein. Dann muss ich euch alle reinwerfen. Komm mal her. Ups. Warte. Einer. Bleibt da drin. Okay. So. Yes, also das ist halt das, also das ist jetzt ein ganz schön cleveres Rätsel gewesen. Also ich habe wäre jetzt nie in dem drauf gekommen, muss ich zugeben. Okay, warte mal, einen hier nehmen. Ich kann ja vielleicht die Tür aufmachen von hier, wenn wir ihn da ranwerfen. Nein, 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 falsche Richtung. So. Oh, schau euch das an. Mit ihr Zwerge. So, es müsste das auch langsam genug sein, oder? Das soll helfen. Komm, helf mit. Was? Du auch. Reicht das jetzt? Mal sehen. Müsste eigentlich reichen, oder? Weiß es nicht, aber ich hoffe es. Da hinten war da noch ein Zwerg, den habe ich vergessen. Warte mal, ich hole jemanden. Ich meine, hier war noch ein Zwerg da hinten. Das ist natürlich der eine, der sich hier versteckt in diesem Raum. Aber der hier dranhängt, ist der noch da? Da. Komm mit. Alles. Und der da reingesprungen ist, den kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht einfach so, ne? Anscheinend nicht. Warte, jetzt haben wir den ja noch. Kannst du noch helfen? Ja, wenn du letzte, dann bist du, vielleicht bist du ja der entscheidende Helfer. Der die Kohle durch jetzt hier bringt. Das sieht doch gut aus. So, jetzt geht's nach oben. Oh, eigentlich läuft das Ding. Denk mal, dass wir nach oben sollen. Alles andere wäre ja komisch. Okay, hier sollen wir das absprechen. Sonst würden wir da oben in diesem Ofen landen. Was ja uncool ist. Dann verbrennen wir nicht. Da geht die Tür nicht auf. Aber hier ist eine Tür auf. Gehen wir da mal durch. Lass uns weg. Wir müssen gleich alles abhauen, ne? Oh. Hier kommt garantiert der Langarm gleich wieder.
Bin ich weggeschoben. Ich muss diesen Zwerg finden, der hier irgendwo ist. Da. Mann, wollt ihr mir helfen? Bitte. Na los, kommt. Muss ja mega schwer sein. Ach, die tragt den weg? Sehr nett. Oh. Kann ich auch rein? Ja, oh, das war mal nett von denen, ne? Oh, wie viele das sind jetzt? Na, wir sind ja auch nett zu denen, nicht so wie der Gelbe. Der Six, der alle gefressen hat. Ach, da ist ein Loch. Hab ich nicht gesehen. Wir haben uns da mal durch. Na, die verstecken sich wahrscheinlich auch überall hier. Denen geht's ja wahrscheinlich auch nicht so gut. Das wackelt hier doch ordentlich. Fahrstuhl. Okay, der Fahrstuhl geht nach oben. Ah, da ist die Frau. Ach, das ist die Szene, wo sie in den Fahrstuhl steigt und wir von der gelben, also von der gelben Sicht aus, wo sie denn in ihr Zimmer geht, ne? Denke ich mal, oh, ich duck mich mal hier, nicht, dass ich quetscht werde. Obwohl. Passiert ja nicht viel. Wofür war das jetzt? Oder was soll da passieren? Na ta 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 ta. Na guck mal. Gut, gut. Da. Oh, so ein kleiner Akrobaten müssen es aber auch sein, ne? Dann lauft ihr mal weg von mir. Ich tue euch doch nichts. Ich bin der Einzige, der mir nett ist zu euch. Weil ich keinen Hunger habe wie der andere. Na nö. Wo sind wir denn hier? Gehen wir lieber runterkrabbeln? Oh, nichts mit Krabbeln. Tür offen, ne? Da kommen wir nicht durch. Macht ja auch nichts. Gehen wir da hier längs. Noch sieht es nicht nach einem Büchermonster aus. Gehen wir reingehen. Kann ja nicht so viel sehen. Ach, guck mal. Hier irgendwo so was magischer Kram. Ich weiß nicht, wofür die Flaschen immer sind. Aber mehr kann man hier auch nicht machen. Hier ist auch die Geisha. Wir müssen uns wahrscheinlich auch dran vorbeischleichen. Den darf die uns nicht. Oh, hoffe ich, dass uns jetzt nicht die Tür knatschen hier. Ja, die Treppe meine ich. Nein, nicht. Uiuiui, was ist hier denn los?
ganz nach oben. Ach, okay. Das geht nicht. Müssen die Leiter erst rüberziehen. Kann ich auch nicht wissen, ne? Oh, ganz clever. Los geht's. Wollt ihr schon wieder zurück? Mehr genug sein? Nee, doch nicht. Da ist irgendwie ein Schloss. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Den Schalter. Ach Quatsch. Okay, gut zu wissen. Den brauchen wir wahrscheinlich nachher, um den Schlüssel zu holen. Weil mit dem kann man ja nicht klettern. Wissen wir erstmal, was hier noch abgeht. Drücken wir den Schalter? Boah, machen wir mal. So ein Knopf. Man muss alle drei Augen erwischen wahrscheinlich. Warte mal. Ah, okay. Jetzt habe ich Checkies. So, das ist die Linse. Na gut, warte mal. Ja, zwei. Die Augen zumachen. Das muss jetzt die dritte ja auch noch irgendwie die Augen zumachen. Na? Was passiert jetzt? Alle drei die Augen zu. Aber es bringt mir nichts irgendwie. Dann muss ich noch irgendwas drücken hier. Fahr mal runter. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Okay, das ist eine Leiter. Ich kletter mit Leiter hoch. Und rollen und wir gucken erstmal, wo wir hinkommen, wenn wir so hoch gehen. Ja, war klar. Oh, lebe ich noch? Oh Gott sei Dank. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Los geht's. Sollen wir die Lampe ranschwingen? Nee. Mach ich mich tot. Schon mal nicht schlecht. Hä? Was soll ich denn da machen? Warte mal. Ich sollte jetzt nichts erkennen da oben.
Für irgendwas muss diese Leiter ja gut sein. Auch für irgendwas, wenn man hier längs krabbelt. Ach, warte mal, ich weiß. Nehmen wir das Buch hoch hier. Habe ich doch gerade eben. Das ist doch da hinten auch drin. Guck mal. Ist auch gesehen. Was da reinstellen? Noch ein Illuminatenbuch. Oh, dann kommt das vielleicht hier rein. Okay. Und hier ist auch. Ach, guck mal, hier ist auch noch eins. Ah, okay. Eine Geheimtür. Cool. Wie in so einem alten Gebäude. Los, drück mal da auf. Da rein. Ja. Kommen wir da rein? Was ist denn da los? Hängt die Tür fließt. Richtig weit aufschieben. So. Ich würde sagen, wir müssen diese Figur mitnehmen. Irgendwas scheint ja gut zu sein. Für was weiß ich allerdings nicht. Aber ich nehme mal mit. Wir sind mit dem Fahrstuhl runtergefahren. Das heißt, wir können mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren. Und die Figur auch mit nach da oben nehmen. Was dafür gedacht ist, weiß ich allerdings nicht. Richtig. Da muss hier auch ein Licht drauf scheinen. Ach, guck. Ach, meine Taschenlampe. Ach, witzig. Oh, warte mal. Dann nehmen wir die Puppe hier noch mit. Brauchen wir die gleich noch. Das ist ja jetzt auch echt gediegen. Findet man durch Zufall sowas raus. Eigentlich ja logisch, ne? Alle drei werden beleuchtet und... Okay, ich nehme die Puppe trotzdem mal mit. Es war dunkel hier, aber wir müssen trotzdem mal mitnehmen. Gruselig, ne? Diese ganzen Figuren hier. Bin schon ein bisschen eklig. Aber diese Puppe, die brauche ich garantiert für irgendwas. Wäre komisch, wenn die... der Geheimraum, wenn man den... Okay, hier sind ein paar Knöpfe. Bringen wir noch mal ein. Den auch? Komm. Also die werden nicht besser, die Gesichter, ne?
eine bestimmte Reihenfolge. Bei welcher Reihenfolge? Alle ein bisschen Psycho aus. Warte mal. Mal angucken, genau. Also hier. Nee. Hier ein Hinweis irgendwo? Hier in die Ahnengalerie? Auch schwierig. Von jung nach alt, oder? Wenn wir von jung nach alt machen, dann müsste es ja wieder anfangen. Sinn. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Naja, das wäre ein Rätsel, was wir wahrscheinlich auch erst wieder beim nächsten Mal wieder lösen können, denn die Zeit ist mal wieder abgelaufen. Wir, ja, ich verabschiede mich und freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja, bis dahin. Tschüss und danke.